Jo. Okay. Jo. An die Arbeit. Warte. Metcom. Ihr alle. Sorry. Schluss damit. Wiedersehen. Hi. Keine Bewegung. Fass. Hierher, Junge. Pass auf. Hier geblieben! Komm her! Ihr alle! Hilfe! Macht sie platt! Falls du zu geizig warst, um unser letztes Spiel zu kaufen, erzähle ich dir jetzt etwas von dem, was passiert ist. Da war dieser Typ namens Abe, der in einer trostlosen Fleischfabrik namens Rapture Farms arbeitete. Die Bosse von dem Laden waren Glackens und die standen sozusagen kurz vor der Pleite, weil sie schon aus allen heimischen Tieren Hackfleisch gemacht hatten und jetzt wollten sie Abe und seine Kumpels zu leckeren Happen verarbeiten. Wir gaben Abe die Fähigkeit zu reden, damit er das Richtige tun konnte, nämlich seine Kumpels zu retten. Hello, follow me, okay. Aber manche Leute kümmerten sich nicht darum, dass er das Richtige tat. Hello. Ups.
Sie fanden es viel witziger, sie erschießen. Oder zerstückeln. Hello. Hello. Ups. Hello. Zerquetschen oder sogar verprügeln zu lassen. Überflüssig zu sagen, dass einige Leute deswegen stocksauer waren und sie rührten am Ende keinen Finger, um Abe zu helfen. Aber wenn man halbwegs anständig war und sein Bestes getan hatte, um seinen Kumpel zu helfen, dann ging für Abe am Ende alles viel besser aus. Und wenn du das sehen willst, solltest du die Kohle rausrücken und dir das Spiel kaufen. Auch wir haben hungrige Mäuler zu stopfen. Mondlicht erscheint eine Narbenhand. Dieser Held wird befreien das Mundagon-Land. Aus blaubleicher Haut wird sein Geist ohne Mühe unsere Knochen bewahren vor der tödlichen Brühe. Doch sollte er fallen vor Glackons Moloch, stürzt das Volk der Mundagons in ewiges Joch. Vor sehr langer Zeit bestatteten die Mundagons hier ihre Toten. Das war viele Jahre, bevor die Glackens unsere Knochen zu stehlen begannen. Sie setzten nur Mundagon-Sklaven dazu ein. Blinde, die nicht sahen, was sie taten. Denn die Glackens wollten nicht, dass irgendeiner erfährt, was sie dort ausgraben. Und es erfuhr auch niemand, bis zu dem Tag, an dem ich von den Geistern dieser Knochen Besuch bekam. Das bin ich. Mein Name ist Abe. Ich war gerade nach Hause gekommen. Kurz zuvor hatte ich 99 Mundagons aus Rapture Farms befreit. Oh. Ups. Ach, Abe. Und dann sind sie mir erschienen. Abe, Hayden auf der Retter der Mundagons! Du bist der Einzige, der uns helfen kann! Diese Bande von Glackens kriegt unsere Gebeine aus! Du musst unbedingt nach Necrom kommen! Schnell! 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 Wir mussten was unternehmen, also machte ich mich mit einigen Mundagons auf die Suche nach Necrom. Unsere Reise fing gut an, wir waren alle begeistert. Abe, du bist der Größte. So, tatsächlich? Aber gegen Mittag, da wurden wir immer müder. Oh, beweg dich. Okay. Wie weit geht's noch? Gegen Nachmittag wurde es unerträglich. Diesen Schlamassel hast du uns eingebrockt. Uns rein! Kann ich nach Haus? Oh. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas Riesiges. Wo kommt das her? Hey, seht euch das an! Das ist ein Knochen. Ich denke, wir sind fast da. Also dann, es kann losgehen.
wir hier erwünscht sind? Pass auf, Abe! Komischer Geruch. Juhu. Yeah, you're back.
Hallo? Okay.
Juhu. An die Arbeit. An die Arbeit. Hi. Juhu. Mitkommen. Okay. Warte, warte. Okay. An die Arbeit. Ihr alle. Juhu. Juhu. Mitkommen. Okay, okay. Warte. Okay.